Sie bitten, Platz zu nehmen und im Namen des SK Rapid sehr herzlich begrüßen. Natürlich, wenn auch sehr schweren Herzens, Gratulation an den Gästetrainer zu diesem 1:0-Sieg und ich darf dich um deinen Kommentar, deine Analyse zum Spiel bitten. Ja, ist natürlich ein Highlight für uns vom WRC, wenn es Rapid auswärts besiegen kannst, weil das ja nicht alle Tage passiert. Also von dem her ein Riesentag. Und zum Spiel jetzt, ich glaube, Rapid war einfach trotzdem dominant. Wir haben sehr viel investieren müssen. Rapid hat natürlich die besseren Chancen gehabt oder mehr Chancen gehabt. Wir haben erst die Halbzeit zwei, glaube ich, also eine hundertprozentige gehabt und dann noch eine zweite gute dazu. Aber ja, Rapid hat die zweite Halbzeit noch mehr Druck gemacht. Aber wir haben in gewissen Phasen auch das Glück gehabt und ja, dann haben wir durch den Freistoß durch den Brosi einfach auch das Tor gemacht, was auch Rapid nicht gemacht hat und das hat letztendlich auch gereicht und wir sind natürlich überglücklich. Danke sehr. Mike, darf dich bitten, man sieht es wieder auf der Statistik, 27 Torschüsse, nutzt alles nichts bei null Toren. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, ist natürlich für uns eine riesen Enttäuschung, weil wir uns viel vorgenommen haben. Nach dem gestrigen Ergebnis von Sturm wollten wir unbedingt auf 6 Punkte ran. Haben dann heute Morgen noch mal zwei Nackenschläge bekommen, als Pavel und Maxi sagten, na, Pavel sagt, es geht nicht, die Gefahr ist zu groß, dass da was am Muskel passiert. Und Maxi gesagt hat, er hat Schmerzen, nachdem es gestern Zusammenprall mit Mugi gab. Ja, trotzdem haben wir versucht, nach vorne zu agieren, dem Gegner Druck zu machen, um von Anfang an zu zeigen, dass wir diesen Dreier wollen. Haben uns, das gerade gesagt, wieder knapp 30 Mal in Schussposition gebracht oder Abschlüsse gesucht und sind letztendlich daran gescheitert, dass wir nicht effektiv waren. Weil du hattest die Gelegenheit, vor der zweifelsohne riesigen Chance vom WRC in der ersten Halbzeit, hattest du die Möglichkeit, ein oder zwei zu machen. Gerade nach den vielen englischen Wochen hätte uns das gut getan, weil die Mannschaft einen richtig hohen Aufwand auch heute wieder betrieben hat. Das ist uns nicht gelungen, so blieb die Partie lange offen. Hatten in der zweiten Halbzeit auch wieder Möglichkeiten, wo Dobnik teilweise gut hält, wir in unseren Abschlüssen zu zentral waren und kriegen dann durch diesen Freistoß das 0-1. Für uns definitiv ein bitterer Moment, weil wir ja auch heute mit einem ganz, ganz jungen Team wahnsinnig viel investiert haben und am Ende mit leeren Händen da stehen. Danke. Danke sehr. Darf Ihre Fragen bitten? Kurzes Handzeichen und das Mikrofon wird gerne gebracht. Dann wären wir sehr schnell wieder fertig, was mich wundern würde, aber doch, bitte, Kollege Thomas Muck ganz hinten und ich glaube dann der Conny Lenz von der Kärntner Krone. Dann fange ich an, Mike. Das Einzige, was man der Mannschaft heute wahrscheinlich vorwerfen kann, ist die Qualität im Abschluss, oder? Ja, wie gesagt, wir saßen hier vor 2 Wochen, da hatten wir 30 Torschüsse, jetzt haben wir 27 und in Summe haben wir in beiden Spielen kein Tor gemacht. Das ist wirklich etwas, was wehtut, weil wie gesagt, die Jungs, die haben versucht zu spielen, zu kombinieren, sie haben wahnsinnig viel im Läuferischen und im Kämpferischen geleistet und ja, stehen jetzt zu null. Ja. Ist es die Routine oder woran liegt es dann in diesen Situationen? Also manchmal das Quäntchen, aber auch zum Teil auch die Ruhe, weil ich habe es eben gesagt, wir haben teilweise zentral abgeschlossen auf den Torwart, weil wir vielleicht mit ein bisschen mehr Ruhe die Bälle besser hätten in die Ecken legen können. Ja.
Na, kurz vor Schluss rettet der eigene Spieler, glaube ich, na, in einer sehr aussichtsreichen Position aus 6-7 Metern. Ja, das ist so, wie es ist. Danke. Conny, war das? Habe ich das nicht missinterpretiert? Mikrofon kommt. Conny Lenz von der Kronenzeitung aus Klagenfurt. Danke. Helmut, dein erster Gedanke beim Freistoß und zwar in dem Moment oder in der Sekunde, wo der Offi am Boden liegt? Oder sie was einfallen lassen. Das war mein erster, ich habe nichts gewusst davon, aber ja, sie haben es probiert und anscheinend. Und er hat sich was einfallen lassen. Ja, der Offi. Also ich glaube, das war schon das geplant und. Aber mir hat er vorher nicht gesagt, dass er sich da, wenn er anläuft, kurz niederlegt. Es gehört auch nicht zum Trainingsrepertoire. Nein, das ist ein bisschen die Kreativität von die Spielern natürlich. Ja. Aber jetzt ist es leicht zum Sagen, wenn man da schießt und wenn man gewonnen hat, ist alles ja, viel, viel leichter. Aber wir haben trotzdem auch, also gerade in unserem Offensivspiel, wir haben lang keine Bälle halten können, dass wir nachrücken können und so. Also wir haben schon auch noch viel Arbeit, speziell was das Offensivspiel betrifft. Dankeschön. Kann ich noch eine Nachfrage? Nein. Bitte sehr, von Kärnten nach Kärnten. Ewald, bitte. Einmal speziell nach der Halbzeit hat die Mannschaft ja nach vorne hin sicherer und cleverer agiert. Wir sind ja in der zweiten Halbzeit dann auch besser ins Spiel gekommen. Was war in der Halbzeit los? Was hast du mitgeben können, dass dann doch die gleiche Mannschaft in der zweiten Halbzeit ein anderes Gesicht gezeigt hat? Ja, ich glaube, das einfach auch von der Positionierung wichtig war. Wir haben erste Halbzeit Riesenprobleme gehabt, weil die Halbspurspieler ein bisschen zu bord gewesen sind für uns. Und das haben wir anders gestellt dann. Zweite Halbzeit, jetzt waren wir zumindest kompakter. Und wir haben halt auch gesagt, dass wir das Spiel mehr über die Außenverteidiger auflösen müssen, das Offensivspiel, weil sonst ziehen wir das Spiel, kommen wir überhaupt nicht ins Spiel. Und natürlich auch von den Stürmern her fahren, dass wir einfach Appelle einmal halten, dass die ganze Mannschaft einmal nachrücken kann und dass wir nicht uns immer in den Gegner reintragen, sondern einmal weg vom Gegner und das Spiel einfach wie trotzdem dann über außen weiterentwickeln. Und ich glaube, das ja, war zweite Halbzeit ein bisschen besser, aber da haben wir trotzdem Luft nach oben. Dankeschön. Bitte sehr, wer möchte als Nächster? Das ist kein weiter Weg. Alex Huber, bitte. Herr Büsklins, jetzt ist die Länderspielpause, danach sind dann ganz schwere Gegner. Wie haben Sie jetzt vor, die Mannschaft aufzurichten und was kann man auch verändern? Es ist ja, auch wenn jetzt viele Chancen vergeben wurden, man muss ja wahrscheinlich auch versuchen, etwas an sich zu verbessern, zu verändern in der Mannschaft, in der Formation, in gewissen Abläufen. Ja, Automatismen werden wir weiterhin versuchen einzuschleifen, obwohl natürlich durch diese Länderspielpause, die uns 2 Wochen Spielbetriebspause gibt, aber natürlich auch entscheidende Spieler wieder weg sein werden. Ich glaube, 7 an der Zahl werden es sein, die weg sind. Und von daher geht es darum, das zu analysieren, auch visuell, um den Jungs die Möglichkeiten, die Räume wieder aufzuzeigen. Und das muss der Ansatz sein. Dankeschön, bitte. Alles Cida von der APA. Herr Büskens, der Unmut der Fans ist nicht gerade kleiner geworden jetzt nach dem Spiel. Gehen Sie davon aus, dass vielleicht die Clubführung in irgendeiner Art und Weise Konsequenzen ziehen wird in irgendeiner Position im Verein? Weiß ich wirklich nicht. Dass wir alle enttäuscht sind, ist doch normal. Ja. Dankeschön. Bitte noch der Kärntner Krone, auch die Wiener Kronenzeitung, Rainer Bortenschlager. Die Enttäuschung ist nachzuvollziehen, aber wo ist der Unterschied von vor 3 Wochen? Also ist ja immer wieder dasselbe. Wie kommt man aus dieser Geschichte raus? Also hatte man Arbeitssiege, die waren wichtig, Blau-Weiß Linz, Admira. Jetzt ist es 1 Schritt vor, 2 Schritte zurück. Was macht Hoffnung, dass sich das ändert? Dass die Jungs bis zuletzt gegangen sind. Ja, dass sie sich nie haben hängen lassen. Dass sie es unbedingt wollten. Das ist ein Faktor, der uns Vertrauen gibt. Ja,
Sie sind nicht weggebrochen, sie haben nicht resigniert, sondern sie haben bis zuletzt versucht, an diesem Resultat was zu ändern. Gibt es jetzt irgendein Gespräch mit Präsidium oder ist das, erwarten Sie irgendwie, dass das Präsidium an Sie herankommt? Weiß ich nicht, wirklich nicht. Also ich war nach dem Spiel in der Kabine, komme jetzt aus der Kabine, nachdem ich bei euren Kollegen war, hierhin. Dankeschön. Bitte sehr, gibt es weitere Fragen an die beiden Trainer? Wenn nicht, darf ich noch einen halbwegs angenehmen Sonntag wünschen und bis zum nächsten Mal hier im Allianz-Stadion. Dankeschön.